Komm schon! Schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Nicht gut. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Ist die Chance, dass wir überleben. Hm? Daran will ich gar nicht denken. Nein! Hey! Ich bin weg hier! Los, 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 los! Ah! Wir müssen weg! Hallo! Guys.
der alte Mann. Ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja, ja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Das war Jessica. Ich weiß nicht, wie oder warum sie da unten war, aber ich weiß, ich habe sie gehört. Er hielt sie mir direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase, und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Ich war genau da und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Wie gelangten Sie in die Mine? Ich wurde getragen und geschleift. Was konnten Sie sehen? Ich weiß nicht. Er ist voll durchgedreht. Wollte uns was antun. Und ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nah. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Ich habe zugestochen und ich wollte weglaufen, aber ich wusste nicht. Ich schwöre, ich wusste nicht. Wussten nicht? Wen haben Sie verletzt? Na, es war der Psychopath und ich wusste nicht, dass es Josh war. Und er war es aber und ich konnte nicht wissen, dass Josh all diese Engen und die Waffe hatte. Oh mein Gott. Kommt die Dumpfbacke jetzt dran? Verpassen Sie ihm ein paar für mich? Wie bitte? Dumpfbacke, Mr. Muskelprotz, Matt, der Depp vom Dienst. Gibt's da vielleicht etwas, das wir wissen sollten? Oh nein, nichts von Bedeutung. Bloß Sache. Wissen Sie, dass er mich an dem einstürzenden Turm einfach zum Sterben hat hängen lassen, dieser saublöde Waschlappen? Ihre Freundin Ashley, sie sagte, sie wollte Ihnen helfen? Nein. Sie sagte, sie hätte sie rufen gehört? Nein. Nicht mich. Mike. Was wissen Sie noch? Er hat mich gesucht. Wirklich. Sie gesucht? Wo ist er? Hat er überlebt? Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben. Gesichtet. Ein Überlebender. Wiederhole. Ist das? Oh, fuck. Zurück! Nein! Zurück!